Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mad Games Tycoon. Ja, ich nehme gleich noch eine zweite Folge hinterher auf. So, wir wollen heute, wollen wir es endlich schaffen, unser Spiel Hase und Igel auf den Markt zu bringen. Wir haben einige Publisher-Sachen am Laufen, wo wir noch verkaufen können. Alien Quest würde ich sagen. Da haben wir 5000 noch raus. Dann haben wir hier Primary. Spiel produzieren. 50.000 können wir da noch raushauen. Living Dangers wird sich, glaube ich, sehr gut verkaufen. Da haben wir mal eine 500.000. Geben wir einen Auftrag. Die haben gerade nichts zu tun. Dann sollen die gleich einmal schauen. Patch notwendig? Nein. Living Danger, ein Komplett-Update, 100.000, ja gut. Es ist machbar. Wie schaut es bei Hase und Igel aus? Hype ist immer noch gut. Und da sind sie bei 29%. Animationen. Leere Ständer. Filmaufnahmestufe 2, ja gut, machen wir das noch mit. Und ansonsten sind die dann eigentlich mehr oder weniger dann schon durch. Außer vielleicht Musik. Noch, dass wir da noch schauen, ob da noch was geht. Wir müssen ansonsten, wir müssen halt wirklich schauen, dass wir da ein paar Sachen verändern. Ich glaube, die Leute selber, das ist okay, dass sie das Spiel programmieren, dass dann das Studio halt dort und da unterstützt und hilft, beziehungsweise wir Aufgaben halt dann dort reinschieben. So, Living Danger 2. Hat sich 125.000 Mal verkauft. Das ist sehr gut. Dann warten wir die nächste Woche noch ab. Und schauen wir mal. Okay, Alien Quest 2 ist vom Markt. 1,7 Millionen Gewinn haben wir gemacht. Unsere Strategie-Engine ist lizenziert worden. 135.000 immer noch. Oh, es gibt Arbeitsmangel, keine neuen Mitarbeiter werden sich bewerben. Gut, aktuell, naja, wobei, ich hätte schon gern noch welche vielleicht geholt. Wie viel macht man da? 250.000, wenn wir mal nachlegen. Primary haben wir auch noch offene Bestellungen. Da würde ich auch sagen 250. Living Danger. Ja, aber die Publisher-Sachen bringen es auch ganz gut eigentlich. Kann man sich nicht beschweren. Kann man auch gut Geld machen. Oder halt Gewinnzone. So dass wir quasi die Zeit überbrücken können, gut, bis die anderen Spiele endgültig fertig sind. Das ist ja unser Top-Spiel. Übrigens noch eine Radio-Werbung. Primary. Primary sollten wir vielleicht noch einmal was nachlegen. 100.000. Hier eigentlich wäre auch gut. Wenn wir noch was nachlegen, da können wir 250 uns holen. Und dann schauen wir mal, wie sie es weiterentwickelt. 28.000 offene Bestellungen. 180.000, das heißt, oh, ja, so 150, 160.000 die Woche kann man da immer noch verkaufen. Macht es mal eine 500.000 hinterher. Schauen wir mal. Mad Games Awards, ob wir da wieder was reinkriegen.
Ich meine, Studie des Jahres, die Chance haben wir ja immer, wenn wir auch als Publisher unterwegs sind. So, da wollte ich jetzt Primary. Warte, haben wir was offen? Primary. Na, warten wir mal ab. Offene Bestellungen 200.000. Das heißt, Living Danger 2. Sollten wir auf jeden Fall noch was nachlegen. Okay, da ist nicht mehr so viel offen. Spiel produzieren, Primary, maximal 100.000, da werden wir noch ankriegen. Da, Hase und Igel, der Hype ist ungebrochen. Wir könnten mal für eine Lehre beginnen langsam. Dass wir hier auch eine Kampagne im Fernsehen machen. Die können eigentlich noch ein Update rausbringen. Für Living Danger 2. Wir machen dann mittlerweile auch schon Gewinn mit dem Spiel. Gibt es hier neue Sachen? Okay, diesmal gibt es keine Aufträge mehr. Hier, die sind an die Sprecher dran. Die machen hier noch ein paar Verbesserungen. Also sind wir auch schon bei 60% fast. Living Danger, da brauchen wir immer noch Nachproduktion. Leere Ständer Casino Spaß? Nein, da wollen wir noch warten. Da haben wir gesagt, da brauchen wir auf jeden Fall noch eine. Da brauchen wir sogar mehr. Werden wir noch Living Danger da auch nochmal 100.000. Und beim anderen sind auch so 5.000 die Woche, die noch dazukommen. Das heißt, Primary 25.000 kann man da noch anbieten. Living Danger, B-Train 2, 2,24 Millionen, auch gutes Geld. Und das heißt, hier werden wir noch nachlegen. Die arbeiten hier noch an die Animationen. Ich würde sagen, die Animationen, die machen wir noch fertig, dann lassen wir das. Da werden wir oben noch schauen, musikmäßig, ob wir noch was machen. Weil Musik, das hängt ein bisschen hinterher. Gut, designtechnisch haben wir jetzt auch nicht viel gemacht, weil die halt an Hase und Igel noch so dranhängen. So. Zwei offen, Primary 2000 offene Bestellungen haben wir noch. Living Danger haben wir auch noch ordentlich Bestellungen zum Abarbeiten. Primary waren es ja nicht so viele. Das heißt, da würde ich sagen, machen wir mal 10.000 und dann schauen wir mal. Living Danger könnte man natürlich noch eine Werbung machen. In Zeitschriften, das glaube ich, bringt es noch. Und dann werden wir hier auch noch einmal was nachproduzieren. Das rennt, das rennt. Card Engine wurde wieder lizenziert. So, beim Leere, was macht denn noch Sinn? Atmosphärischer Sound wird auf jeden Fall bringen. Cineastische Musik, ja, machen wir noch Atmosphären-Sound hinein.
Weil die brauchen eh noch ein bisschen da oben. Also, was machen wir eigentlich, damit die anderen Leute von der Qualitätssicherung, die haben gerade nichts zu tun. Da haben wir Kickboxer 2, 1,46 Millionen. Wobei, wenn wir die alle frei haben, könnte man uns überlegen, um ein neues Spiel angehen. Mich würde mal schauen, reizen, vielleicht ein Auftragsspiel zu machen. Gäbe es da überhaupt irgendwas, was wir machen könnten? Ein Jumpin' Run B+. Was würden wir da kriegen? 1,1 Millionen Gehalt. Das Gute, wir produzieren das Spiel nur und brauchen uns aber selbst dann um keinen Verkauf und nichts kümmern. Könnten wir mal, oder machen wir was Eigenes? Hätte ich fast mehr Lust dazu. Wir könnten einen Nachfolger vielleicht mal für was machen. Was haben wir denn zuletzt so an Spielen? Was war denn unser letztes eigenes Spiel? Verkaufte Einheiten. Gut, Mars Attack, Casino Tycoon, Mars Attack, Sex Empire. Da könnten wir vielleicht mal einen Nachfolger machen. Wieso eigentlich nicht? Was war denn das für ein Spiel? Ein Aufbau. Möchte ich aber erstmal schauen. Wie schaut's denn aus? Wo sind wir? Mit unseren Engines. Koordinieren. Engines. War das? Ah, das. So, Features. Das sind ja gleich nur. Also, da kann man noch kaufen. Genau. Aber wo sehe ich die Engines, die ich selber schon habe? DevKits erwerben. Lizenz erwerben. Publishing-Angebote. Ich weiß, man konnte sich das anschauen. Da war das hier alte Engines updaten, genau. Das Maximum, was wir haben können, sind 53. Und wir haben Aufbau, wir haben eine Adventure, wir haben eine Denker, wir haben eine Strategie. Aber das war ja eine Aufbau, Wirtschaftssimulation, B-Sim. Ah, gut, die könnte man sagen, da ist eh schon vieles drinnen, dass wir die noch updaten, die Sachen, die fehlen. Support für 4K-Auflösung. Was fehlt denn sonst noch? Reality-Support, Holoroom-Support, ja gut. Das könnten wir einarbeiten. Dann macht's das mal. Living Danger 75.000 haben die noch, das heißt, da werden wir noch mal 250 rauswerfen. Ah, und Hase und Igel, die sind bald durch, das heißt, da könnten wir trotzdem, machen wir noch jetzt, wo es bald rauskommt, noch mal eine Kampagne in den Zeitschriften. Ansonsten glaube ich, da liegen wir jetzt überall ganz gut. Okay, die sind fertig. Die sind wirklich fertig. Das heißt, da können wir Hase und Igel jetzt endlich rausbringen. Und beim Larry, was macht man dann noch? Handgezeichnetes Intro wäre natürlich nett, wenn wir das noch einpacken. Allgemeine Grafikverbesserungen. Ja, sollen es das noch machen und dann werden wir jetzt Entwicklung abschließen und endlich unser Hase und Igel Spiel rausbringen. Ewig lang dran gearbeitet. Wie viel Zeit nehmen wir uns? 4 Wochen? Ja, können wir eigentlich machen.
So, bei uns gibt es natürlich eine farbige Anleitung, einen Poster und Spielkarten. Machen wir immer noch 13 Dollar Gewinn. Hase, Tiere, Katari, Lion und Nintendo Switch. Haben wir was dazu gewonnen? Gleiche Genre gibt es nicht. Thema ein Spiel aktuell. Das heißt, da liegen wir eigentlich ganz gut. Und die Bewertung, ja, wir nähern uns den 80, wir sind über 80. Was ist der Kritikpunkt? Gameplay hätte noch besser sein können. Aber wir haben eine gute Genre-Kombination, Grafik top, Sound top und wir haben den Spielspaß Award bekommen. Und es steht auch, geht los und kauft es euch. Also da haben wir was wirklich Gutes rausgebracht. Hase und Igel 84%. Dann werden wir uns hier mal schnappen und wir sollen dann gleich einen Spielbericht dazu machen. So, Hase und Igel 84%, da würde ich mal sagen, das wären wir gut los. Dann werden wir da gleich einmal voll anrennen lassen. Und werden hier dann noch nachwerfen eine TV-Kampagne. Ich meine, es hat uns, das kostet uns natürlich bis jetzt auch schon 15 Millionen. Die müssen wir natürlich auch wieder einarbeiten. Ein neuer Messestand. Hase und Igel, leere Ständer und Living Danger 2 kann man noch anbieten. .100.000 neue Fans. Der Orbit 866.000 Gewinn. So. Ach ja, die könnten ja dann eigentlich. Also, was könnten die machen? Ja, da warten wir noch mal ab. Wo wir die noch wo brauchen. So, V-Sims Engine Plus. Aber da werden wir jetzt ein Update rausholen. Für Hase und Igel komplett Update 989.000. Und das können uns aber jetzt unterstützen, die Entwicklung. Primary ist jetzt endgültig vom Markt genommen worden. Wir haben 4,64 Millionen dran verdient. Hat sich auf jeden Fall gelohnt für uns. Also Publisher-Angebote kann man machen. Man muss halt wirklich nur aufpassen, dass man selber halt genug Gewinn noch macht. Aber das tun wir ja. So. Wie schaut's hier aus? Kann man ruhig mal wieder ein bisschen beschleunigen. So, da fehlt nicht mehr so viel. Die sind hier gerade dran. Genau, und da haben wir noch gesagt, da machen wir ein bisschen was. Designmäßig. Also beim Leere will ich dann nicht zu lang warten, sondern den auch möglichst zeitnah rausbringen. Wir haben 431.000 verkauft in der ersten Woche gleich mal. Und verkaufen immer noch gut. Das heißt, kann man noch einmal. Ich glaube, das ist nicht übertrieben, wenn wir da jeweils noch eine Million nachlegen in unsere Pressen. Entsprechend auch ein bisschen Werbung noch machen. Genau, dann können wir ja quasi das Spiel auch gleich verlosen. Machen wir eine Spielverlosung. Da kann es ja leider nicht einstellen, was man verlost. Wäre aber nett, wenn das gehen würde. Mein Kater werkt hier gerade wieder rum. Und
auch bespaßt werden. Ja, geh mal runter. Oder hängst du schon wieder fest? Oh. So, der ist an der Couch hängen geblieben. Na komm. So. Wie schauen wir aus? 400.000 haben wir wieder verkauft die Woche. Wir haben noch 900.000. Das heißt, da können wir ruhig noch nachproduzieren. 400.000. So, ich glaube, das ist noch gerechtfertigt. Dann warten wir mal ab, wie es sich entwickelt. Venomis 2, 1 Million. Ja, das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ich habe jetzt 121,6 Millionen. So, TV, machen wir noch eine Zeitschriftenwerbung, ja. Living Danger, das rennt auch langsam aus. Da sind wir auch schon fast bei 6,5 Millionen. Hase und Igel haben wir schon 32 Millionen. Ja, das geht. Wie viel verkauft man pro Woche noch? 366.000. Die sind durch. Also ich würde sagen, wir warten jetzt nur noch das ab, bis das durch ist. Die können aber natürlich noch ein Update nachschießen. Für Hase und Igel. Oder was sagst du, Nero? Gell? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man sieht in der Kamera. Na komm. Kannst dich ruhig da dazulegen. So. 100.000. 176.000 haben wir immer noch verkauft. Das heißt, ich würde sagen, eine halbe Million wird sich noch rentieren. Gibt es ein neues Publisher-Angebot? Nö, gibt es nicht. Die machen das Update. Das können die eigentlich. Sie könnten es doch, ja, lassen wir es unterstützen. Und dann werden wir, sage ich, sobald der Larry draußen ist, könnte man dann auf jeden Fall ein neues Spiel in Produktion geben. Games Awards, oh, Studio des Jahres, Spiel des Jahres, hey cool. 5000 Fans dazu und für Studio des Jahres 3500 Fans dazu. Finde ich cool. 2 Awards gewonnen. Also es wird honoriert. Und wir verkaufen immer noch eine Menge. Und wir haben eine Errungenschaft freigeschalten, eine tolle Auszeichnung. Ich glaube, Spiel des Jahres hatten wir noch nicht bis jetzt. Ja, man sieht auch, durch das Update ist nochmal ordentlich was dazugekommen bei den Verkaufszahlen. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, wenn wir doch noch ein Update raushauen. Also nicht von dem Spiel, sondern von Hase und Igel. Dann würde ich sagen, produziert hier noch einmal eine halbe Mille. Ja. Millionen. Ja gut, dann sollen die weiter noch berichten. Hier könnten wir mal Tag der offenen Tür, das haben wir auch schon länger gemacht.
wie viel verkaufen wir jetzt noch? 80.000, 86.000, ja gut, das geht eigentlich. Ihr könnt da auf jeden Fall eine Unterstützung machen. Was sagt die Zeit? 25 Minuten. Na gut, ich meine, es wird ja wirklich nicht mehr viel fehlen. Living Danger 2. 6,56 Millionen Gewinn haben wir gemacht. Strategie Engine wurde lizenziert. 46.000 würde ich sagen. Hase und Igel 100.000. Wir haben noch nachproduzieren. Ja, könnten da auch mal schauen. Aus Neugierde, wo ist mein Mauszeiger gerade hin? Ah, da. Wollt mal schauen, bei den Spiele gibt es eigentlich irgendwelche neuen Fanbriefe, da ich auch schon länger nicht mehr reingeschaut. Prince of India, Magazin, Teleport, Casino, Hase und Igel, doch da, vier Fanbriefe. Verkauft sich hervorragend, super gemacht. Viele Fans haben uns geschrieben, dass sie mit Hase und Igel sehr zufrieden sind. Ah, da haben wir mal was. Einige Fans hätten sich mehr Funktionen bei Hase und Igel gewünscht. Und einige Fans hätten sich eine bessere Spieltiefe gewünscht. Das heißt, mehr Funktionen und noch mehr Spieltiefe. Also wenn wir da mal in der Richtung wieder was machen, dann werden wir natürlich darauf zurückgreifen. 33.000. Robots and Rebels 4, 1 Million. So, wir wollten ja. Genau, wir wollten ja mal machen einen Nachfolger. So. Wo haben wir es jetzt? Wo haben wir es? Wo ist denn unser 6 Empire? Das war Aufbauspiel, Erotik, Aufbau, Unterkategorie, können wir ja diesmal dazu nehmen, Wirtschaftssimulation. V-Sim Engine Plus, also unsere Aufbau-Engine hat... Aufbau. Haben wir überhaupt eine Aufbau-Engine? Adventure, Denker, Sport, nicht wirklich. Wobei Aufbau, V-Sim, ja, das kann man eigentlich die verwenden quasi. Dann nehmen wir die, machen ein, ja, machen ein Triple-A-Spiel drauf für Erwachsene. Erotik, gibt es da noch ein passendes Untertitel? Hase, Glücksspiel, nö, war jetzt nichts dabei, wo ich sag, ha, das ist es. Plattformen haben wir noch, ganz gut im Angebot, dann nehmen wir die natürlich alle mit. Okay, Apple meckert noch 4,8% Marktanteil, gibt es irgendwas Neues mit hohen Marktanteil? Hey, Nero, lass mein Kabel in Ruhe. Der ist wirklich unterbeschäftigt. Dann nehmen wir da noch die Xbox noch dazu und bieten wir es hier auch an unser neues Spiel. Spielkonzept, genau. Dann machen wir es das. Das passt. So, genau, Einstellungen. Fertige Spielberichte. Da werden wir uns einmal den anschauen. Wo haben wir denn den? Wir haben doch hier einen gemacht. Doch, da oben 6 Empire. Haben wir irgendwas getroffen? Nö, gar nichts. Wir waren überall falsch. Zielgruppe war richtig. Erotik, Strategie,
Wirtschaftssimulation, Echtzeitstrategie sind gute Genre-Kombinationen, okay. Echtzeitstrategien, Erotik. Dann kann man noch schauen, in dem Fall Fanbriefe. Hatten wir sogar 3 Stück. Mehr Spieltiefe, also höhere Spiellänge, bessere Spieltiefe und weniger Casual. Also Spiellänge, Spieltiefe auf jeden Fall erhöhen und weniger Casual. Spiellänge. Machen wir so, mehr Spieltiefe. Da gehen wir auf jeden Fall rüber. Gameplays haben wir auch. Werden wir auch rüber gehen. Und was war das letzte? Fanbriefe. Ja, da ist es. Das war das letzte. Zu sehr für Casual Gamer. Wir sind eh schon relativ Core-lastig, aber gut. Wenn sie mehr wollen, kriegen sie mehr. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, habe ich einen Namen angepasst? Nö. 2. Dann machen wir das noch. So, alle Sprachen. Sound 10%, Grafik 30%. Okay, das werden wir natürlich jetzt ein bisschen anders verteilen. Prioritäten würde ich sagen, machen wir es 15, 15 und da jeweils 35. So, können wir alles verwenden, das ist gut. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt bei 32 Minuten. Dann werde ich an der Stelle die Folge beenden. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Mad Games Tycoon. Tschüss!